Gut, willkommen beim Let's Show Minecraft Part 3. Ja, jetzt zeige ich euch, was ich im September gebaut habe. Hier sind wir erst, also wir sind hier erst bei der bei meiner in Anführungsstrichen Monsterfalle. Hier habe ich erstmal den Laminat vervollständigt. Und außerdem habe ich hier eine Schmelze am 26.09. gebaut. Okay. Hier tue ich meinen ganzen Sachen schmelzen. Jetzt noch habe ich auch ein bisschen Glas gerade geschmolzen. Für den Nether. Das zeige ich euch aber später, warum ich mir das geschmolzen habe. Das habe ich aus Ziegelstein gebaut und hier eine Ziegelsteintreppe, die ist neu mit 1.9, mit 8. Und ja, das war's fürs Erste. Dann gehen wir mal weiter. Zack. Jetzt Knopf. Push the button, let me know you can. Okay, leerer Raum. Den habe ich schon länger, aber ich habe euch vergessen zu zeigen, ist eigentlich nichts Großes. So. Okay, hier sind wir wieder in meinem Lagerhaus, ne? Das kennst du ja sehr gut. Für die, die meine Let's Shows regelmäßig sehen. Was wollte ich euch. Ah ja, genau. Dann sprinte ich mal ein bisschen. Hüp, hüp. Wurde ja neu eingeführt mit 1.8. Oh Mann, das leckt aber ganz schön. Moment, ich schau mal nach, ob ich es irgendwie. Die Settings. Ah ja, okay. Mach ich das mal auf. Tinti ist ja nur ein Let's Show. So. Ruckelt zwar immer noch ein bisschen, aber. Was soll's. Gut, ich habe das jetzt versucht, ein bisschen anzupassen wie auf der anderen Seite. Ihr habt es ja gesehen. In den letzten Parts war es ja nicht so weit, aber ich habe hier jetzt richtig weiter gebaut. Also dass es jetzt so aussieht wie da drüben. Laufen wir mal schnell durch. Dann zeige ich euch das ein bisschen. Oh Mann, der regt mich auf! Graphics! Fancy! Greek G-Scale, was ist das? Hä? Achso, ich glaube, das ist die Schiffgröße, oder? Performance. Lass mal auf Balance setzen. Warum leckt es jetzt? Wahrscheinlich mit 1.9, ne? Ja, dann tut's mir leid. Tut mir leid für die Lecks. So, hier sieht's auch aus wie auf der anderen Seite. Hier habe ich auch Türen eingebaut. Ja, dann gehen wir mal zu meiner Monsterfalle, die ich euch im letzten Part schon gezeigt habe, wo ich viel bearbeitet habe. Habe ich nämlich auch sehr viel weitergebaut. Und ja, das zeige ich euch gleich. Ich mache dir mal einen Schnitt und versuche gleich diesen Leck wegzukriegen. Bis. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich habe jetzt das Texture Pack geändert auf das Basics von Honeyball. Vorhin war das Chocolate Milka Texture Pack von der Honeyball. Ja, und was habe ich, große Frage, was habe ich hier neu hingebaut? Ist es A? Moment, ist es A? Diese Leiter hier nach unten? Dieses Lagerhaus hier? B? Ja. Ist es dieser Fluss hier? Oder C, dass alles hier hölzern versehen ist. Schreibt einfach eure Antwort unter den Kommentar A, B oder C. Okay. Macht das mal. Ich warte dabei ein paar Sekunden. Okay. Okay, ich sag euch die Lösung. Die Lösung ist B. Das heißt, ich habe das hier neu. Das hier habe ich neu gebaut. Und zwar ist es, viele von euch können sich das schon denken,
Moment, ich mach's mal auf easy. Dann werdet ihr schon sehen, was das ist. Easy! Relax! Take it easy! Okay, mein Gesang ist scheiße, ich weiß. Dann warten wir ein bisschen. Oh, da kommt ein Enderman, oder? Oh Mann, der Lag ist echt furchtbar. Jawohl, Endermans. Und eine Spinne. Hä, hey, das sieht aber komisch aus mit dem Texture Pack. Der ist ja ganz weiß. So was. Hey, der ist schon tot. Ah ja, weil er im Wasser ist. Genau, Endermans kriegen ja Schaden, wenn sie im Wasser sind. Okay, dann habe ich es euch gezeigt. Ich mache das mal wieder weg, weil sonst kann es ätzend werden. Wenn es die ganze Zeit on ist. Und zwar habe ich oben Spawning Grounds gemacht. Sind zwar nicht groß, also ist noch nicht so effektiv, dass da so viele runterkommen, aber... Also das war jetzt eine Ausnahme. Normalerweise kommen da fast keine Monster runter. Na, jetzt... Ach, der Lag ist echt furchtbar. Es liegt alles am 1.9. Und zwar liegt bei mir schon die ganze Zeit, also am Fabs liegt es nicht, sondern am 1.9. Und zwar kann man hier sogar hochgehen und schauen, wie die Monster spawnen. Das läuft flüssig, komischerweise. Nehme ich überhaupt auf? Ich weiß gar nicht. Ich mache es mal weiter. So. Mal wieder auf easy, dann können Sie sehen. Monster. Und da sind schon ein paar Creeper. Ja, die Creeper, die fallen dann rein und verrecken dann. Also kriegen dann unten... ersticken dann unten, weil das eine Erstickungsfall ist. Ich gehe jetzt mal nach unten. Das kennst du ja, das was unten ist. Ich zeig's euch aber trotzdem nochmal zum Mitschreiben. So, ein Erstickungsfall. Die Monster verrecken hier. Elende Kälte, ist eine Enderperle. Meine erste Enderperle. Ich spiele ja normalerweise immer auf Peaceful, aber das ist meine erste Enderperle. Und hier kann ich dann die Mob-Sachen einsammeln und lagern. Gut, das ist eins, was ich gebaut habe. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück ins Lagerhaus. Da habe ich auch noch was gebaut. Bis gleich. Gut, jetzt sind wir wieder. Und zwar bin ich jetzt wieder im Lagerhaus. Und zwar habe ich hier im Nether was weitergebaut. Ah ja, das zeige ich euch noch. Das ist meine Obsidian-Farm. Die habe ich nur auf die Schnelle gebaut. Also hier tue ich immer in die Lava reinfüllen und dann Wasser drüber. Und dann kann ich da Obsidian absammeln. Ist aber nur ganz grob. Ich werde das noch weiter verschönern. Gut, dann gehen wir mal in die Hölle. Ach ja, ich zeige euch noch was. Hier habe ich sehr viel Nitharak gesammelt und gleich werdet ihr sehen, warum so viel Nitharak in meinen Boxen ist. Außerdem, Moment, das zeige ich euch schnell. Also hier in meinem Cobblestone-Lager. Ihr erinnert euch doch noch im ersten Part, wie viele Cobblestones da drin waren, richtig? Moment, ne? Und zwar bis hier hinten, glaube ich, gell? Schaut's an, wie viel Cobblestones ich noch in meiner Box habe. Hier ein bisschen und hier ein bisschen. Deutlich weniger als im ersten Part, ne? Gut, dann gehen wir mal in den Nether. Ab in die Hölle mit dir. Und zwar habe ich hier Folgendes, ich habe hier ziemlich viel Watte gebaut im Nether. Ihr erinnert euch doch sicherlich mit diesem im ersten Part noch, wo ich da im Nether kurz war und euch gezeigt habe, die ganzen Höhlen, also diesen riesigen Raum, gell? Und den Baum da, den ich angeblich angepflanzt habe, der aber nicht gewachsen ist, ne? Okay, dann drehe ich mich mal um. Ich habe hier ein Hochsicherheitsgefängnis mit den ganzen Cobblestones gemacht.
Zutritt nur für Gefangene und Personal. Na, jetzt, Leck, geh weg! Gleich sperre ich den Leck hier ein. Oh, Hänge. Wahrscheinlich wegen der Musik. Und zwar habe ich hier ein Gefängnis gebaut. Ich habe hier einfach Eisenzäune verwendet, die gibt's ab 1.8. Wenn man sich Eisen in Form eines Zauns craftet. Ich werde das noch anders, so detaillierter machen. Und zwar will ich hier noch Betten und so reinbauen. Und über jede Zelle ein Schildchen platzieren. So. Hier ist auch noch eine Zelle. Also, hier sind auch noch Zellen. Hier habe ich letztens zweite gebaut. Ist noch nicht ganz fertig. Hier kommen zum Beispiel Treppen noch hin. Die Reste von Fackeln, die sind hier nur zur Deko, da kam aber weg. Hier kommen noch Gitter hin. Und die Lava-Spots waren ein Aufwand. Da bin ich auch einmal gestorben. Überraschenderweise und habe 10 Eimer verloren. Gut, dann immer wieder hier. Hier ist wieder das gleiche Schiff wie da drüben. Auch ungefähr in dem Stil gebaut wie da drüben. Auch wieder Zellen. So. Und hier auch wieder wie auf der anderen Seite da. Ja, genau. Bloß ist es hier fertig. Naja, bis da oben, bis da oben. Und man kann hier reingehen. Zack. Und sogar raus. Aber da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das dann so mache, dass man nur beschränkt rausgehen kann. Und hier habe ich auch Hallsteps gebaut, eine Treppe. Oh, der kommt weg. Den habe ich noch vom Bauen da. Gut, soweit zu meinem Höllengefängnis. Aber das war noch nicht alles, es geht ja noch weiter, ne? Gehen wir mal nach unten. Jetzt kommt die Sache, worauf ich die meiste Zeit, also wo ich am längsten gebraucht habe. Hier geht's noch weiter. Gehen wir mal in diesen Raum rein. Und, haha! Ja, alles aus Cobblestones gebaut. Inklusive, ja, Lava. Und eine Fallgrube in die Tiefe. Da habe ich auch ewig dann gebraucht. Ich weiß nicht, was ich aus diesem Raum machen werde. Wahrscheinlich eine Folterkammer oder sowas. Mal schauen. Aber es geht ja noch weiter. Und zwar... Haha! Hier geht's nach unten. Hier habe ich noch Kissen platziert, um die ganzen Nitharaks und so zu lagern. Auf die Schnelle halt. Alles mit Cobblestones. Und hier geht's auch noch weiter. Gut, jetzt haben wir drei Möglichkeiten, wenn wir weitergehen. Nehmen wir erstmal die kurze. Also hier baue ich noch weiter. Also hier hört das Ganze auf. Jetzt muss ich aufpassen, dass der Leck mich nicht in die Lava schmeißen lässt. Also hier ist Lava. Da will ich irgendwas mit Glas machen, dass man so über die Lava schauen kann. Und hier ist eine Treppe. Kommt man hier hin. Und wenn man da lang geht, ist man hier. Ja, ich weiß nicht, was ich aus dem Raum mache. Wahrscheinlich so eine Zelle für Schwerverbrecher. So eine Klapse oder so, eine Klapsmühle. Hier ist das gleiche wie... Na, jetzt, Leck, ja, auf! Ich hasse Lecks. Lecks bei Let's Play sind scheiße. So. Oh, das gehört da nicht hin. Okay, das muss man wegmachen. Ich glaube, das mache ich gleich weg. So viel Zeit muss sein. So. Jetzt mache ich das im Let's Show weg. Ich glaub's nicht. So, weg damit. Mit dem Scheiß. Auf jeden Fall mache ich hier auch eine Zelle hin. Ich wollte die Netherrack mit. Und ja, hier geht's weiter. Ich will es noch weiter bauen. Ich zeige euch jetzt, wie weit ich es bauen will. Hier habe ich sogar mit Cobblestones markiert, damit ich den Weg weiß. Ups. Party ist im Nether nutzlos. So.
Dann geht's hier lang.